hättet nie herkommen sollen. Bastard. Komm. Ja, schreien das so. Warum? Oh, shit. So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum dritten Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jawohl. Gut, ich habe ja das letzte Mal in den Kommentaren, ich habe das letzte Mal gefragt, beziehungsweise ob ihr irgendwelche Wünsche habt, was das Thema Klasse betrifft. Und ein Gabriel hat geschrieben, genau, dass ich doch Beschwörer machen sollte, beziehungsweise ich könnte doch Beschwörer machen mit einem Zweihandschwert. Und da ich nichts anderes sonst bekommen habe, habe ich gedacht, jo, machen wir das doch mal, oder? Gut, unser Auftrag war gewesen mit Gertrud, der Schwester von Ralof, zu sprechen, um ihr von dem Drachen zu berichten. Und da ist sie auch schon. Genau, die liebe, gute, alte Gertrud. Oder Gerdur, Entschuldigung, hab mich versprochen. Gerdur meinte ich natürlich. Neu in Flusswald? Oh. Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Horte vorbei. Ralof hat gesagt, ihr könnt mir helfen. Ralof? Woher kennt ihr ihn? Er ist ein Freund, er hat versprochen, dass ihr helfen könnt. Wenn ihr wirklich mit Ralof befreundet seid, helfe ich euch gerne. Ja. Aber ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Woher kennt ihr ihn? Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralof und ich sind zusammen entkommen. Ein Drache? In Helgen? Das kann nicht sein. Doch, doch. Obwohl, das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Es war ein Drache. Ralof wird es euch bestätigen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube... Oh, da ist er. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgrove in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Nun denn. Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Bei Maras Mitleid, es geht euch gut. Ah, tipptopp. Die haben sich natürlich jetzt gefunden. Also wir haben einen neuen Auftrag von der Gerdur bekommen, dass wir den Jarl von Weißlauf informieren müssen. Oh, richtig geil. Also manchmal tue ich ab und zu immer noch ein bisschen stehen bleiben und die Landschaft auch genießen, weil es sieht natürlich echt mega schön aus. Genau. Wir haben von der Gerdur den Auftrag bekommen, den Jarl von Weißlauf zu informieren, dass ein Drache Helgen Feuer unterm Arsch gemacht hat. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Ja, ja, der gute alte Sven. Immer am Saufen. Ich weiß noch damals, als wir klein waren. Was macht ihr denn hier? Also. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Habt ihr was zu verkaufen? Euch schützen oder Schaden austeilen? Handel. Gut. Erstmal verkaufen wir schnell mal ein bisschen ein paar Sachen. Denn wir haben relativ viel Zeug, was wir nicht brauchen. Und werden uns natürlich jetzt auch gerade ein Zweihandschwert besorgen. Damit wir damit ein bisschen mehr Skill bekommen. Das sieht gut aus. Was hat er denn für Waffen? Nein! Quatsch! Ah, habe ich den Scheiß jetzt gekauft oder was? Nochmal Waffen. Der muss doch... Ah, hier haben wir ein gesegnetes gesegnete Eisenzweihänder. Das hört sich doch schon mal gut an. Damit kann man doch ab... Eine Stahlkriegsaxt. Stahlaxt. Oh, Leute! Nein, das kann ich mir nicht leisten. Was ein Scheiß. Ich habe nur 57 Gold und es kostet 279. Können wir noch irgendwas verkaufen sonst? Ne, ich habe ja fast nichts eingesammelt. Aber wie viel kostet denn das andere Zweihandschwert? Beste Waffen und Rüstungen. Ist das günstiger wenigstens? Ja, das ist ja noch teurer. 534. Hey, davon kann ich mir ein Pferd kaufen. Macht aber weniger Schaden als das, was ich jetzt gerade habe. Ja, ich denke mal, dass wir unterwegs schon noch schnell früh genug ein Zweihandschwert finden werden. Das heißt, wir werden uns jetzt sonst erstmal
auf den Weg Richtung Weißlauf machen. Schauen wir nochmal die Karte. Ah, hier sieht man auch übrigens einer der Mods. Die Karte ist jetzt so 3D animiert, wie ihr sehen könnt. Und hier seht ihr immer den aktuellen Quest, den wir haben. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Da müssen wir hin. Und genau, den sehen wir auch oben auf dem Kompass, wenn ihr da oben guckt. Und würde ich schon fast vorschlagen, dass wir uns auf dem Weg langsam machen und mit dem mal quatschen. Oder sollen wir hier noch irgendwas erledigen? Ich bin gerade am Überlegen. Zeig mal auf der Karte, ob es irgendwas in der Nähe gibt zu erforschen. Ich könnte natürlich gucken, dass ich, bevor wir jetzt zu schnell vorwärts machen, weil ich weiß, dass gegen im weiteren Verlauf des Spiels, dass die Gegner schon recht heavy werden. Vor allem, ich glaube, Steuerung. Nee, warte, wo war denn das? Einstellungen. Einstellungen, Gameplay. Schwierigkeitsstufe habe ich auf Experte. Ja, genau. Und es wird natürlich im Verlauf des Spiels die Gegner immer schwerer erscheinen, wenn wir nicht genügend Nebenmissionen machen. Aus dem Grund, beziehungsweise auch genügend Zeug erforschen. Das gibt ja alles schon Erfahrungspunkte. Damit wir da auch hinten nachkommen mit dem ganzen Zeug. Deswegen würde ich fast vorschlagen, ihr seht oben auf dem kleinen Kompass, die Dinger sind jetzt so schwarz ausgehöhlt noch, also nicht ausgefüllt. Das heißt, das Zeug ist alles noch unerforscht, dass wir uns dahin begeben und erstmal ein bisschen Orte erforschen und vielleicht Höhlen auseinandernehmen, um ja ein bisschen auf die Gacke zu hauen, ne? So. Ich wechsle zwischendurch immer zwischen der Ego und der Third Person, weil es ist halt manchmal angenehmer, so und dann so zu spielen. Wenn euch das stört, könnt ihr mir das natürlich sagen. Die Klutsplittermine. Gehen wir doch mal dort rein. Schauen wir doch mal, was uns da drin erwartet. Okay. Wir bleiben gespannt, meine Freunde. Okay, hier sind Feinde. Sie dürfen uns nicht entdecken. Was sollen wir tun? Ich stürme die Bude. Komm her, du Bastard. Nein. Komm schon. Der kommt natürlich gerade mit dem Hammer da hinten. Sag mal, spinnt der? Komm schon. Scheiße. Los. Ich kann gar nichts. Noch einen haben wir. Jo, aufschließ. Gönnt euch das, Mann. Gönnt euch das. Sehr schön. Sehr schön. Gold können wir gebrauchen, Leute. Vielleicht kriegen wir ja doch hier drin genug Zeug, um, oh, guck mal hier, guck dir, der Schreitkolben ist 65 wert. Ich glaube, ich tue ein bisschen sammeln. So, Waffen hauptsächlich, weil die sind immer gut Geld wert. Hier, der Bogen, 30. Dann können wir uns das geile Breitschwert besorgen. So. Okay, was haben wir hier noch? Das ist alles nichts wert. Hier ist auch nicht viel. Da haben wir einen Dolch, das. Ach. Leute, das können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen gutes Zeug. Wir brauchen gutes Zeug, um zu verkaufen. Um zu verdicken, das Ganze. Hier. Das ist doch schon mal was. Geld. Öh, die sind 100 wert. Granitstein. 200. 120. Ja. Leute, das Schwert, das ist praktisch uns. So. Oh, 52 Gold und ein Silberbarren. Haben wir die Höhle schon erforscht jetzt? War es das schon? Das war wahrscheinlich nur so eine kleine. Ja, das war wahrscheinlich so Wildjägern. Ah, ne, da unten geht's weiter. Ah, wir können da lang laufen. Guckt mal. Also Beschwörer und mit einem Zweihand kämpfen. Ich bin dann noch am Überlegen, ob wir lieber schwere Rüstung tragen sollen und die verzaubern auf Magika. Ist, glaube ich, am schlausten, weil wir kämpfen ja auch im Nahangriff und da ist es ziemlich dumm, mit leichter Rüstung rumzulaufen. So oder so. Ja, Leute. Hier, guckt doch mal. Da haben wir doch schon mal was. Da haben wir doch schon mal was. So, zwei Hände ausgerüstet. Zeig mal her, das Teil. Guck mal her, pack mal aus. Das ist doch schon mal was, mit dem wir arbeiten können. Das ist doch mal was. Sehr schön. Super, Barren können wir mitnehmen. Ich tue mich noch nicht zu früh mit dem Beruf beschäftigen. Das ist mir alles sonst noch ein bisschen zu viel. Aber ja, das kommt ja schon noch. Ich werde auch im Laufe des Spielverlaufes noch ein bisschen mit Mods rumprobieren, ob ich vielleicht noch ein paar mehr reinhaue, um noch mehr rauszuholen aus dem Spiel, weil es läuft immer noch jetzt mit 70 FPS relativ. Oh, da ist gerade eine gewesen, habe ich das Gefühl. Hätte nie herkommen sollen. Bastard. Komm.
ja, schreien jetzt auch rum. Oh, shit. Die steht nicht mehr so schnell auf. So. Wow, jetzt haben wir hier den aufgebrochen und hier ist ein Eimer drin. Okay. Oh, hier haben wir doch was. Guck mal hier. Flamme? Ah! Beschwörungen kosten 12% weniger Magika. Perfekt! Illusionszauber kosten. Leute, ist das ein Ring? Nee, das war, glaube ich, ein Kopfstück, aber, gell? Das Ding sieht, glaube ich, potthässlich aus. Schau mal her. Ja, gut, das geht noch. Das geht noch. Lassen wir das mal. Hier, die sind ja gut wert. Dann können wir die verkaufen. Und. Zauberbuch Hellsehen. Geld? Sag mal her, das Buch. Wir können hier nämlich diese Zauberfähigkeiten erlernen. Einmal hier Flamme benutzen. Ah, das haben wir schon. Okay. Boah, guck mal, wie das wie Blut da am Schwert klebt. Ich weiß jetzt aber gerade überhaupt nicht. Ah, da kann man warten. Wie wir nochmal. Man, das automatisch laufen. Wie wir Zauber auf die Hand legen. Ich werde mich dann noch damit auseinandersetzen. Ja, das ist okay. Meistens sind in so Dungeons aber dann auch irgendwelche Endbosse. Geht das nicht auf? Hä? Was geht denn hier ab? Ah. Wo ist denn der? Ernst jetzt? Da unten im Wasser? Okay, okay. So. Ah, hab ich. Und dich auch noch. Yes! Das geht ab. Okay. 35 wert, okay. Also ich denke, dass wir auf jeden Fall mit schwerer Rüstung kämpfen. Alles andere wäre, glaube ich, ziemlich dumm. Oh, unser Inventar ist, glaube ich, bald... Ne, es geht noch. Alles andere wäre wahrscheinlich ziemlich dumm. Und schauen wir erstmal, was hier ist. Hä? Wartet mal. Nee, ich dachte gerade, wir sind von hier gekommen, aber das ist nicht so. Was kann ich denn hier mitmachen? Die Brücke wieder hoch. Jo, das bringt mir nicht viel. Das ist wahrscheinlich, wenn ich von der anderen Seite gekommen wäre. Nehme ich mal an. Keine Ahnung. Oh. Ein Tagebuch. Geld. Weißt du, das ist so eine Banditen... Das ist auch wieder so viel Logik dahinter. Das ist eine Banditenhöhle und hier liegen überall Geldsäcke rum. Als ob die das nicht mitnehmen würden. Ich mach's so, wenn ich laufe, tue ich in der Perspektive spielen. Und wenn ich kämpfe, schalte ich in die Ego-Perspektive, weil das finde ich dann schon angenehmer. Wow, war das jetzt... Da war einfach eine Falle am Boden. Oh, hier ist der Ausgang. Jo, ich glaube, dann haben wir die Höhle erkundigt. Himmelsrand. Oh, scheiße, ich glaube, wir sind auch, Oh, wir sind schon längst Level up. Okay. Gut, das kenne ich schon. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Okay. Wir gehen jetzt erstmal auf Gesundheit. Würde ich... Ausdauer? Ich gehe jetzt erstmal auf Gesundheit. Ja. Ah, ich bin ja... Oh, ich bin 2 Stufen hoch. Also nochmal Gesundheit. Gut. Das sind Zauber, Beschwörung. Sag mal her. Wirkt Beschwörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magika. Ich glaube, ich tue erstmal noch. Ich habe ja noch gar keine Beschwörungszauber. Ich tue erstmal noch das Zweihandschwert verstärken. Hier kann man auch Berufe machen. Also Magie. Berufe kannst du hier skillen. Und. Genau, hier Berufe, Schmiedekunst. Auch Rüstung, schwere Rüstung, genau. Zweihändig. Genau, ich glaube, wir tun das mal hier verstärken. Zweihandwaffen bewirken 20% mehr Schaden. Das machen wir doch. Ich habe noch einen Punkt, gell? Aber benötigt, erfordert Stufe 20. Wir haben Zweihand auf 17. Okay.
Ist das aber wo kommt der? Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ach, halt die Klappe, ey. Gar keine Chance hat der. Nee, damit habt ihr nie gerechnet. So. Das reicht. Die Höhle ist erforscht, oder? Haben wir die als ausgefüllt auf der Karte? Ja. Tipptopp. Ah, ich weiß, wo wir sind. Guck mal. Da unten ist der Weg, den wir langgelaufen sind vorhin. Also ein Part weiter vorne. Gut, dann sind wir jetzt nochmal kurz vor, oh Gott, wie hieß denn das Kuhdorf? Weißlauf? Ne, Weißlauf heißt die Stadt, in die wir reingehen müssen. Oh, wie hieß denn jetzt nochmal das Kuhdorf? Helft mir doch mal. Ich weiß nicht mehr. Da sind die Wölfe, die ich vorhin noch abgeschlachtet habe. Nicht Weißlauf. Ach. Denkst du? Ich komm da nicht drauf. Guck mal. Ich dachte, das Schwert wird jetzt sauber gespült. Nee, aber okay. Ich könnte jetzt zwar gucken. Komm, ich schau schnell nach. Das lässt mich sonst nicht locker. Flusswald hieß das Kuhdorf. Genau. Wir sind jetzt wieder kurz vor Flusswald, aber das habt ihr jetzt inzwischen auch selber bemerkt. Gehen wir zum Händler, zum Schmied, tun wir schnell die ganze Rüstung verkaufen, die wir jetzt eingesammelt haben, um uns das gröbere Großschwert zu kaufen. So, mein Freund, ich hab hier was für dich. Sagt, dass ich zu nett zu Fremden was bin. Auch immer ihr aber benötigt. Bei die besten Waffen und Rüstungen. Okay. Oh, der hat gar nicht so viel Geld. Ah doch, der hat schon noch einiges an Geld. So, verkaufen tun wir hier zweimal Kriegshammer, die Axt, die Pfeile können wir sicher verkaufen. Ich tue die Barren und so, soll ich das aufheben? Ja, das verkaufe ich jetzt erstmal noch alles. Das ist mein Zweihänder. Einen haben wir sowieso. Die Schwerter. Oh, der hat ja gut Geld. Oh, jetzt habe ich irgendwas verkauft. Scheiße. Darf ich nochmal? Was habe ich denn jetzt verkauft, ich Depp? Scheiße. Ja, okay, komm. Ich sehe es ja gleich. Waffen. Ah, warte, hier bin ich ja. Ich glaube, ich habe meine Hosen verkauft. Kann das sein? Ja. Meine Hosen habe ich verkauft. Kleidung. Ich brauche Hosen, Junge. Oh. Ah, das bringt mir nichts. Das andere ist gerade besser. Das ist gut. Ja, guck doch mal den Wert. Das kann man doch gar nicht bezahlen. Ich will erstmal meine Hosen wieder haben. Ah, hat er viel. Guckt euch das an. Der hat richtig krasse Sachen. Ja, okay. Waffen. Es geht aber um das Schwert jetzt. Schaden 22. Meins macht gerade 20. Okay, und das andere, was der da hatte, was verzaubert war? Der hatte doch noch irgendwo ein verzaubertes gehabt. Das hat er nicht mehr. Ja gut, komm, dann nehmen wir doch das. Das kaufe ich. Verkaufen tue ich jetzt meins. Jetzt habe ich eigentlich nur noch das da. Wartet mal. Jetzt laufe ich ja hier, glaube ich, halbnackt fast durch die Gegend. Bis zum nächsten Mal. Ja, gut. Ausrüsten. Richtig geiles Schwert. Sehr schön. Ich brauche aber jetzt Hosen und Schuhe. Braucht ihr eine neue Klinge? Na, Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Na dann. Bekleidung. So. Ich glaube, das ist so ziemlich das... Ja, das ist mega teuer, das Zeug, was der hier hat. Komm, dass wir erstmal wenigstens überhaupt was haben. Stiefel. Gibt's überhaupt ah, ja doch, hier. Hä? Ja, komm, dann hole ich die. Wo waren die? Hier. Und noch... Gold. Willst du mich eigentlich voll verarschen? Hä? Willst du mir jetzt sagen, dass ich hier ohne Hosen rumlaufen muss oder was? Okay, dann laufen wir halt erstmal ohne Hosen rum. Zum nächsten Mal. Kleidung. Schuhe. Ja, komm.
Na gut. Mein Vater ist Albor, oder ist das ein Rock, wo wir hier anhaben? Das kann natürlich auch gut sein. Ich meine natürlich seinen Lehrling. Du bist sein Lehrling. Okay. Also meine Lieben, wir sind bei 20 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder irgendwas Geiles in die Kommentare, dass ich besser schlafen kann. Aua. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part ein. Und dann machen wir uns zusammen auf den Weg nach Weißlauf, um den Jarl zu informieren. Und ihm zu sagen, dass da ein Drache unterwegs ist. Und ja, bis dahin würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Abend, haltet die Ohren steif. Ciao.